Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach Lastschriften zurückbuchen könnt bzw. diese widerrufen könnt. Das Ganze ist relativ einfach. Ich zeige euch das natürlich, wie das hier online funktioniert. Darum soll es ja gehen. Und zwar könnt ihr das ganz einfach über Online-Banking machen. Wichtig ist dafür, ihr solltet das aber über den PC machen. Übers Handy wird das Ganze höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Ich zeige euch jetzt trotzdem, wie das Ganze geht. Und zwar gehen wir dafür oben rechts einmal auf diese drei Striche. Anschließend scrollen wir nicht nach unten scrollen, sondern wir gehen erstmal auf meine Services und dann scrollen wir jetzt nach unten und zwar zu sonstige Aufträge. Drücken hier nun einmal drauf und kommen jetzt auf diese Deutsche Bank-Webseite. Und wichtig ist, diese müsst ihr über den PC geöffnet haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ganz, ganz wichtig, über den PC das Ganze öffnen und dann sollte das klappen. Hier wählen wir jetzt ein Thema aus und zwar die Lastschriften widerrufen. Ihr seht das Ganze hier. Es funktioniert höchstwahrscheinlich auch über das Mobile Banking. Ja, sollte funktionieren. Und dann steht hier, gehen Sie auf der Startseite zur Übersicht und wählen Sie dann das gewünschte Konto aus. Ihnen werden nun die Umsätze angezeigt, wenn Sie die einzelnen Buchungen öffnen wollen, sehen Sie, ob ein Widerruf möglich ist. Dann drücken wir auf Weiter und ihr seht hier, es kann sein, dass das Ganze manchmal nicht klappt. Also ihr seht das Startseite, Übersicht und dann könnt ihr das Ganze dort ändern oder ihr macht es direkt über Online-Banking über den PC. Okay, und zwar zeige ich euch das Ganze jetzt einmal noch anhand eines Beispiels, nicht nur den Text, der da steht. Wir gehen ganz normal hier hin und gehen jetzt auf unser Konto und wählen jetzt hier eine Lastschrift aus, die wir gerne haben wollen. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach mal diese hier, PayPal 1 Euro, drücke jetzt hier drauf und jetzt haben wir hier die ganzen Daten und unten steht dann dieser kleine Pfeil, den wir da haben, links. Und dort drücken wir nun einmal drauf. So kommen hier hin. Und nun können wir eine Lastschriftrückgabe machen. Ihr seht das Ganze hier. Und dann können wir jetzt eine TAN generieren und dann wird das Ganze zurückgebucht. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt von mir und bis zum nächsten Mal.